Ach, die dunkle Brut. Lustige Gerlchen sind dat. Na komm, not schneller. Wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit. Wir müssen eine Verderbnis aufhalten. Ich bin froh, euch unversehrt zu sehen. Und euch, Alistair. Oder soll ich euch Majestät nennen? Nein. Lieber nicht. Noch nicht. Die Schar der dunklen Brut, die Radcliffe angegriffen hat, war recht klein, fürchte ich. Wir nahmen an, die Horde würde in diese Richtung marschieren. Aber dem ist nicht so. Laut Riordan zieht das Gros der Horde nach Denerim. Sie sind vielleicht noch 2 Tage von der Hauptstadt entfernt. Was? Seid ihr sicher? Ich meine, wenn das stimmt. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Ich bin ziemlich sicher. Warum dachten wir, sie kommen hierher? Die Front der dunklen Brut ist breit und ihre Horde nicht geschlossen. Bis heute haben wir die meisten dieser Teufel hier im Westen gesehen. Außerdem waren wir viel zu sehr damit beschäftigt, uns gegenseitig umzubringen. Wen interessiert da schon die dunkle Brut? Ich fürchte, ich habe noch eine weit beunruhigendere Nachricht. Der Erzdämon hat sich gezeigt. Der Drache treibt die Horde an. Erbauer, steh uns bei. Aber wir können unmöglich in 2 Tagen in Denerim sein. Es ist zu weit weg. Wir müssen zur Hauptstadt marschieren. Auf der Stelle. Denerim muss gehalten werden. Koste es, was es wolle. Richtig. Wir haben eine Armee. Benutzen wir sie. Die Horde muss untergehen. Aber unser wahres Ziel ist der Erzdämon. Und nur die grauen Wächter können den Erzdämon bezwingen. Deshalb müssen wir gehen. Dann marschieren wir und hoffen, dass die Armee, die wir hier versammelt haben, stark genug ist. Al-Iman, wann können die Truppen aufbrechen? Bei Tagesanbruch. Gut, dann macht euch bereit. Ich werde diese Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen. Und wie sollen wir diesen Erzdämon besiegen? Das habe ich mich auch schon gefragt. Dann wäre mal interessant, ne? Natürlich nicht. Ihr seid beide unerfahrene Rekruten. Duncan hätte nicht erwartet. Ich lasse sofort zum Aufbruch blasen. Sobald wir marschbereit sind, melde ich mich. Ich bitte darum. Ich würde gern mit euch und Alistair sprechen, bevor ihr zu Bett geht. Es gibt Dinge, die wir bereden müssen. Okay. Ich schicke jemanden, der euch eure Gemächer zeigt. Ihr solltet euch ausruhen, solange ihr könnt. Wie wir alle. Na gut. Schlafen wir nochmal eine Nacht drüber. So, gibt's hier irgendwas Schickes? Ne? Was hier? Achso, nur die Haupthalle. Haupthalle? Haupthalle? Alles Haupthallen. Küche, Waffenkammer, Küche, Bibliothek. Also werde ich wohl in den 2. Stock müssen. Ah, guck mal, die Zwerge. Und? Gibt es Nachrichten aus Orsamar? Hat Haus Claret seine Männer geschickt oder nicht? Sie halten uns hin, also nein. Die Fehde der Häuser Claret und Rumold ist wieder aufgeflammt, seit ihr Sohn in den tiefen Wegen den Tod fand. Es ist nur natürlich, dass sie auf ihr Recht, sich zu verteidigen, pochen. Ein guter Zeitpunkt, um wieder mit dem Unsinn anzufangen. Ich hätte gute Lust... guten Abend, grauer Wächter. Ich wusste nicht, dass ihr noch wach seid. Gibt es ein Problem mit dem Truppen der Zwerge? Das könnt ihr laut sagen. Und nur weil eines der Häuser sturer ist als der Fels, aus dem es entsprungen ist. Wenn diese Verderbnis erst einmal vorbei ist, wird in der Versammlung abgerechnet. Sie hoffen vermutlich, dass wir alle draufgehen. Wenn das passiert, steht in Orsamar eine gewaltige Streitmacht. Stark genug, um der dunklen Brut alleine zu trotzen? Das ist genau derselbe Mist, der uns nach Andrins Tod in die Scheiße geritten hat. Es war unser Glück, dass ihr euch entschlossen habt, nach Orsamar zu kommen, grauer Wächter. Ein Oberflächler auf der Suche nach Hilfe? Wir hatten die eure nötiger. Weitermachen, Männer. Als dann, ab zum Lager mit euch beiden. Aber betrinkt euch nicht allzu sehr. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ach, sauft euch, Rüstchen. Guten Abend, grauer Wächter. Und viel Glück auf dem Schlachtfeld.
Was soll da schon mal passieren? Na? Wer bist du? Ach, du bist Aliman. Du bist Leibwächter. Ich möchte aber hier trotzdem nicht. Ach, guck mal, hier sind meine ganzen Boys und Girls, oder was? Och, er freut sich einfach. Na, das finde ich schön. Mal gucken, siehst du was Interessantes? Er bellt und rennt weg. Oh, der hat nichts gefunden. Das ist ja doof. Das ist Heribert bestimmt traurig. Dann mal kurz mit Shale reden. Ich höre zu. Okay, hat nichts zu sagen. Was ist mit Stan? Ihr habt gerufen? Nö. Auch nichts zu sagen. Wie ihr wünscht. Ja, ich finde doof, dass ich den Schwert nicht finden konnte. Das macht mich traurig. Was habt ihr auf dem Herzen? Ach, Mann, ihr habt alle nichts zu erzählen. Dann lasse ich euch einfach nur... Ach, guck mal, Bodan ist auch hier. Orgrin, Liliana. Tja, ist mir egal. Ich gehe jetzt hoch. Ihr habt mir eh nichts Neues zu erzählen, also kann ich auch gehen. Ich dachte, da kommt nochmal so ein kleiner Plausch oder so. Keine Ahnung, aber na gut. Dann halt nicht. Dann gehe ich einfach hoch in mein Zimmer. Ach nee, stimmt, ich soll jetzt zu Riordan. Was ist hier? Riordan, die letzte Schlacht. Tür. Das ist eine Tür. Ich habe mich schon immer gefragt, wie man dieses Ding nennt. Hier ist Alistair. Da seid ihr ja. Mal sehen, was ja. Riordan uns dann zu sagen hat. Dann gehen wir mal rein. Ihr seid beide hier. Gut. Zuerst, ich nahm an, ihr wüsstet es schon. Sonst hätte ich es euch schon erzählt, als ihr mich in Denerim befreit habt. Tut mir leid. Worum geht es? Wofür entschuldigt ihr euch? Habt ihr euch jemals gefragt, warum die grauen Wächter gebraucht werden, um die dunkle Brut zu besiegen? Das habe ich, ja. Der Erzdämon kann wie jedes andere Wesen der dunklen Brut erschlagen werden. Aber nur ein grauer Wächter kann ihm den Todesstoß versetzen. Andernfalls geht die Essenz der Bestie auf ein anderes Wesen der Brut über und wird in dessen Leib wiedergeboren. Der Drache ist also unsterblich. Wird der Erzdämon aber von einem grauen Wächter getötet, geht seine Essenz auf eben diesen Wächter über. Und was geschieht dann mit ihm? Anders als die Wesen der dunklen Brut sind graue Wächter keine seelenlosen Hüllen. Die Essenz des Erzdämons wird vernichtet. Und leider auch der graue Wächter. Das heißt, der graue Wächter, der den Erzdämon tötet, stirbt? Ja, mit dem Erzdämon endet auch die Verderbnis. Das ist der einzige Weg. Es ist also an uns, den Dämon zu töten. In der Vergangenheit bestimmte stets der Älteste der grauen Wächter, wer den tödlichen Schwertstreich führen durfte. Wenn es irgendwie geht, werde ich dem Dämon den Todesstoß versetzen. Ich bin der Älteste und kann der Verderbtheit nicht mehr lange trotzen. Aber falls ich scheitere, fällt die Tat euch zu. Wenn wir der Verderbnis nicht jetzt Einhalt gebieten, wird Ferelden untergehen, bevor sich die grauen Wächter neu sammeln können. Vergesst das nicht. Aber Schluss damit. Morgen ist ein wichtiger Tag und die Nacht ist kurz. Kehrt jetzt besser in eure Gemächer zurück. Ich melde mich bei euch, sobald die Armee marschbereit ist. Bald hat das alles ein Ende. So oder so. So ist es, mein Freund. So ist es. Genau so schaut es aus. So, was geht denn jetzt hier in meinem Zimmer ab? Ist das überhaupt mein Zimmer? Nee, ist eine Tür. Ja, mein Zimmer. Da das sollte kein Problem sein. Morrigan. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich bin's nur. Morrigan. Ist alles in Ordnung mit euch? Mir geht es gut, aber ihr seid in Gefahr. Ich habe einen Plan. Einen Ausweg. Ein Schlupfloch. Ich weiß, was geschieht, wenn der Erzdämon stirbt. Ich weiß, dass ein grauer Wächter sich opfern muss und dass ihr dieses Opfer sein sollt. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das nicht so sein muss. Muss nicht so sein? Wie meint ihr das?
Ich biete einen Ausweg an. Einen Ausweg für alle grauen Wächter. Es muss kein Opfer geben. Ein Ritual, begangen am Vorabend der Schlacht, im Dunkel der Nacht. Was genau ist das für ein Ritual? Es ist alte Magie, aus der Zeit vor der Gründung des Zirkels der Magi. Manche würden es Blutmagie nennen, aber das ist nur ein Name. Es gibt auf dieser Welt weit Schlimmeres zu fürchten als Namen. Okay. Erzählt mir mehr. Ich schlage Folgendes vor. Teilt das Lager mit mir, hier und jetzt. Und daraus wird ein Kind entstehen. Das Kind wird die Verderbtheit in sich tragen. Und wenn der Erzdämon erschlagen ist, wird seine Essenz das Kind suchen wie ein Leuchtsignal. In diesem frühen Status kann das Kind die Essenz aufnehmen, ohne zu vergehen. Der Erzdämon bleibt vernichtet und kein grauer Wächter muss dafür sein Leben geben. Das Kind wird also zur dunklen Brut? Überhaupt nicht. Aus ihm wird etwas völlig anderes. Ein Kind, das die Seele eines alten Gottes in sich trägt. Wenn das getan ist, darf ich mich entfernen. Und ihr werdet mir nicht folgen. Niemals. Ich kann das Kind so erziehen, wie ich es für richtig halte. Woher wisst ihr überhaupt, dass es funktionieren wird? Das war der Plan meiner Mutter, als sie mich mit euch ziehen ließ. Sie hat mir das Ritual gegeben und mir gesagt, was ich tun soll. Das überrascht euch doch nicht, oder? Habt ihr euch nie gefragt, warum Flemeth euch das Leben gerettet hat? Das war der Grund. Entscheidend ist, dass ich euch das jetzt anbiete. Es wird funktionieren und euch das Leben retten. Wartet, ich will mehr über dieses Kind erfahren. Wie ihr wünscht. Dem Kind passiert doch nichts, oder? Nach nur einer Nacht gibt es eigentlich noch gar kein Kind. Aber nein, ihm passiert nichts. Es wird nur verändert. Wird das Kind böse sein? Was wird aus ihm? Was ich will, ist die Essenz des alten Gottes, wie er früher war, und nicht die finsteren Mächte, die ihn vergiftet haben. Manche Dinge in dieser Welt verdienen es, erhalten zu werden. Denkt darüber, was ihr wollt. Was habt ihr dann mit dem Kind vor? Das möchte ich euch nicht sagen. Es wird mein Kind sein. Werde ich es je sehen? Nein, niemals. Aber sonst verlange ich nichts dafür, dass ich euch von der Bürde befreie, die die grauen Wächter euch auferlegt haben. Verstehe. Reden wir nicht mehr über das Kind. Habt ihr euch entschieden? Ist das der Grund, weshalb ihr so freundlich zu mir wart? Meine tatsächlichen Gefühle für euch waren nicht Teil des Plans. Aber meine Gefühle dürfen nicht meine Aufgabe beeinflussen. Das ist wichtig für mich. Dass dabei euer Leben gerettet wird, macht mich nur umso entschlossener. Bitte verschleiert nicht, worum es geht. Wenn ihr etwas für mich empfindet, akzeptiert einfach, dass dieser Umstand unsere Aufgabe ungemein erleichtert. Werde ich euch jemals wiedersehen? Nach dem Tod des Erzdämons? Nein, nein. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Wenn ihr mein Angebot ablehnt, werde ich sofort gehen. Das ist der vorgeschriebene Lauf der Dinge. Tja. Also gut, ich bin einverstanden. Ich mache es. Eine weise Entscheidung. Dann kommt, denkt nicht an das Ritual und lasst uns diese letzte Nacht zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Na gut. Ah, toll, da konnte man ja gar nichts sehen. Manu. Schwelle Papa. Auch wenn ich von dem Kind nichts habe, egal.
Aber ich werde den Erzdämon überleben. Auf geht es in die Schlacht. Wir haben alle verfügbaren Kräfte gesammelt. Die dunkle Horde wird vor uns in der Hauptstadt sein. Wir müssen Denerim also möglichst schnell erreichen. Das Leben unzähliger Seelen steht auf dem Spiel. Wir dürfen sie nicht aufgeben. Ihr habt eine Armee um euch geschart als Ersatz für die Gefallenen in Ostagar, grauer Wächter. Beten wir, dass sie stark genug ist. Wollen wir es hoffen? Wir stehen Auge in Auge mit der Horde der dunklen Brut. Seht sie an mit festem Blick, aber fürchtet sie nicht. Der Mann, der hier neben mir steht, ist ein Elf. Ein Elf im Rang eines grauen Wächters. Und ich sage euch, noch nie gab es einen ruhmreicheren Wächter. Er hat alle Widrigkeiten überlebt. Und ohne ihn wäre heute keiner von uns hier. Heute werden wir Denerim retten. Heute werden wir den Tod meines Bruders, eures Königs, sühnen. Für Kaelin. Aber vor allem werden wir den grauen Wächtern heute zeigen, dass wir uns ihres Opfers voller Hochachtung erinnern. Für Ferelden! Für die grauen Wächter! War gut gesprochen von Alistair. Ja, so viele Leute wie wir haben, das muss doch reichen. Ich meine, wir haben ja nicht nur eine Menschenarmee, wir haben Zwerge. Wir haben Zauberer, wir haben die Elfen. Wir haben im Grunde alle auf unserer Seite. Obwohl, die Templer müssen ja eigentlich auch sogar noch mit dabei sein. Wir haben das Land geeint. Na dann, kommt her. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter, meine Freunde. Nach einer etwas kürzeren, längeren Unterbrechung, die noch anhält. Das ist nun mal so, ne? Lade mal schneller, lade jetzt schnell. Na los, na geht doch. Na dann, ihr dunklen Brut-Dingers, wir machen euch jetzt einfach kaputt. So, hier habt ihr ein bisschen Spaß. Ich komme euch mal ein bisschen entgegen, aber hier sind auch noch welche. Hier, zack. Du bist tot. Die sind auch alle von mir, kann es sein. Also, alle meine Boys and Girls in der Hood sind dabei. So, du kriegst das. Moment, ach so, schade. Nee, das kann ich auch von hier machen. Die halten eh nichts aus hier, von daher ist das kein Thema. Komm schon. So.
Wir müssen die aber auch ein bisschen unterstützen. Boah, hier sind, Alter, hier sind ja noch richtig viele. Moment. Okay, das ist ein bisschen übertrieben gewesen für den einen so ein Ding, aber mein Gott. Oh, und die Frames. Die... Hallo? Was machst du denn da? Warum gehst du denn da auf den Boden? Bist du doof? Meine Frames gehen wieder voll in den Keller und ich weiß nicht, warum das so ist. Was willst du, Mongo? Geh weg mit dir. Da sind noch mehr. Gut, fangen wir an. Ihr kriegt alle eins in die Fresse. Das. Komm schon. Knall da einfach das Ding hin und dann werden sie alle sterben und dann ist schick. So, hier. Verstanden. Ihr kommt doch einfach von irgendwo. Kommt ihr immer, wa? Ihr kleinen Pissnäcken, ey. So, weg mit dir. Weg mit euch. Warte mal. Ich werde mich mal kurz anvisieren, dann bist du dood. Jetzt kommt der lustige Teil, ne? Ich weiß ja nicht, ob das so lustig alles ist hier. Moment, 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 Moment. Moment. Wie läuft der noch weiter? Wie geht das denn? Ihr seid ja komische Typen. Stirb. Na, ja, geht doch. Alter, wie viele hier kommen, ey. So, erstmal ein bisschen. Naja, kann man ja abwaschen. Aber kann es sein, dass es gerade ein bisschen leckt, die ganze Scheiße? Die fallen ja erst voll spät um, obwohl ich sie treffe. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Einer ist da noch. So. War es das oder war es das nicht? Da hinten könnten eventuell noch welche sein, aber ich will erstmal kurz hier schauen, ob irgendwelche was liegen lassen. Weil da muss ich natürlich gucken, ob das was Nützliches ist. Achso, da hinten ist auch noch was, aber hier gibt es auch irgendwie nichts mehr. Na, dann machen wir mal den Rest der dunklen Brut kaputt, nicht wahr? Na gut. So. Zeig mir, was du kannst. Na, guck mal, ich kriege diese... Ja, irgendwie leckt das gerade, aber extrem. Oh. Ah, hier kommen auch von überall immer welche. Das ist ja voll doof, ey. Hier. Halt die Klappe. Ah, du warst schon irgendwie zu weit weg. Ah, hier ist noch einer. Ach, der ist schon tot. Ja gut, könnte sein, dass jetzt immer noch welche kommen, aber es könnte auch sein, dass keine mehr kommen. Ich muss mal hier gucken. Okay, ihr rennt dahin, dann komme ich mit. Möchte nicht allein sein. Ah, da hinten sind noch welche. Dann, ja, würde ich das da hinten gerne mal hinschießen, einfach so mal. Okay, das ist wohl nicht mehr nötig. Jetzt muss ich natürlich nur darauf achten, ob die noch irgendwo hinrennen. Wenn nicht, dann ist das ja gut, ne? Warum haben die denn nichts bei? Was soll das? Ah. Die haben echt nichts dabei gehabt. Warum nicht? Was seid ihr für dunkle Brut, ey? Na gut. Dann werde ich mal mit Riordan sprechen. Ihr habt euch zu den Toren vorgekämpft. Wir schlagen uns besser als erwartet. Das wird sich bald ändern. Besser als erwartet? Verfluchte Nack! Auf einen von uns kommen drei von denen! Was machen wir jetzt, Riordan? Ihr habt doch sicher einen Plan. Die Armee wird ihnen nicht lange standhalten. Wir müssen schnellstens zu diesem Erzdämon. Geht mit Alistair und höchstens zwei Begleitern in die Stadt. Der Rest bleibt hier und verhindert, dass noch mehr Wesen der dunklen Brut in Denerim einfallen. Wie sollen wir gegen einen fliegenden Drachen kämpfen? Wir müssen einen hohen Punkt der Stadt erreichen. Die Spitze von Fort Drakon zum Beispiel. Die... was? Wollt ihr den Drachen anlocken? Wir haben keine andere Wahl. Aber ich warne euch, sobald wir die Bestie angreifen, wird sie alle ihre Generäle zu sich rufen. Ich spüre in Denerim zwei Generäle.
Vielleicht solltet ihr sie töten, bevor ihr nach Fort Drakon geht. Eines ist sicher. Wenn wir diese Generäle erschlagen, bleibt den Bewohnern der Stadt sehr viel Leid erspart. Die Suche könnte aber auch wertvolle Zeit kosten. Die Entscheidung liegt bei euch. Wisst ihr, wo diese Generäle sind? Im Augenblick ist keiner der beiden in der Nähe von Fort Drakon. Allerdings ist die Dunkle Brut zu zahlreich, um mehr zu sagen. Einige Einheiten unserer Verbündeten sind schon in der Stadt. Sie werden euch helfen, wenn ihr sie ruft. Allerdings ist ihre Kampfkraft begrenzt. Also, wen wollt ihr in die Stadt mitnehmen? Jetzt darf ich mich entscheiden. Also ich nehme auf jeden Fall Alistair mit, Wynn. Ja. Weil sie uns heilen kann. Tja, und wen nehme ich noch mit? Nehme ich Liliana oder nehme ich Morrigan mit? Ich nehme einfach Morrigan mit. Ich habe jetzt, mal ein Krieger und drei Zauberer. Ja, komm. Das hört sich gut an. Also gut. Alle anderen werden hier gebraucht, um die Dunkle Brut an den Toren aufzuhalten. Aber wer soll sie anführen? Gute Frage. Stan, Ogryn, irgendeiner, ist mir eigentlich egal. Ich sage Stan. Vermutlich. Ach so, vermutlich. Gut, oh. Das müsste reichen. Ja, das reicht mir. Alles, was war, ist nichts gemessen an dem, was euch jetzt erwartet. Der Erbauer sei mit euch. So, das ist es also. Tja, sieht so aus. Ihr werdet doch jetzt nicht etwa sentimental? Nein, nicht mehr. Sicher nicht. Ihr habt einen Trunkenbold aufgenommen. Eine Schande für die Krieger von Orsamar. Ihr gabt mir einen Grund zu kämpfen und den Willen weiterzumachen. Dank euch habe ich die einzige Frau in dieser verdammten Welt gefunden, die es mit mir aushält. Und ich kam über Branka hinweg, sodass eine neue Gefährtin möglich wurde. Ich schulde euch eine Menge, Wächter. Es ist mir eine Ehre, für euch und eure Sache mein Leben zu geben. Wir werden das hier überstehen, Ogryn. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich würde eher auf nichts setzen. Möge der Stein sich rot färben vom Blut der Helden. Heute werdet ihr den Krieger sehen, der zu sein ihr mich gelehrt habt. Der Erzdämon ist der Nächste, richtig. Ein Teil von mir ist ja froh, dass entschieden wurde, mich hier am Tor zu lassen. Aber der andere Teil ist eher besorgt. Beinahe möchte man meinen, ich würde mich um jemand anderen als mich selbst sorgen. Ein weichen, schwammähnlichen Gefährten sogar. Aber das wäre albern, nicht wahr? Danke, Shay. Ich weiß es zu schätzen. Und nicht am Stück verschlucken lassen. Wenn die Bestie danach wegfliegt und ihr Geschäft verrichtet, würde sicher alles, weil es die Ironie so vorsieht, auf mir landen. Und das könnte ich nicht ertragen. Ja, ich werde mein Bestes also, geben. Ich nehme an, das war's. Viel Spaß beim Sturm. Ja, ob das so viel Spaß macht, weiß ich jetzt auch nicht. Oh. Keine Sorge, ich komme zurück. Er ist glücklich. Was geht? Bei ihm geht's ganz einfach. Seid ihr endlich, liegt das Schlachtfeld vor uns. Danke für eure Hilfe, Stan. Ich habe nichts geleistet. Ja, das stimmt auch wieder. Dank euch sind wir so weit gekommen. Daran besteht kein Zweifel. Geschafft. Das Ende liegt vor uns. Wir sind so weit gekommen. Schon seltsam zu wissen, dass sich unser aller Schicksal binnen weniger Stunden entscheiden wird. Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Es ist das Beste so. Kehrt unbeschadet wieder und möge der Erbauer auf euch herablächeln. Ihr spielt also ohne mich den Drachentöter, was? Ja. Gut, gut. Bestellt dem Erzdämon Grüße von mir. Er hat schon ewig nicht mehr geschrieben, das ist ziemlich beunruhigend. Und, passt auf euch auf. Lasst euch nicht fressen. Außer natürlich, ihr haltet es für zwingend erforderlich. Okay. Bevor wir uns dem Erzdämon stellen, möchte ich euch etwas sagen. Ich weiß, dass Morrigan uns angeblich retten wollte. Aber kann man ihr denn vertrauen?
und werden wir überhaupt lange genug überleben, um den letzten Schlag führen zu können. Darum möchte ich euch einfach sagen, dass es mir eine Ehre war, an eurer Seite zu kämpfen. Auf die Ehre der Grauen Wächter. Niemand wird sterben, das empfinde ich genauso. Das empfinde ich genauso. Ihr wart mir stets ein guter Freund. Dann lasst uns diesen Erzdämon finden und ihm in seinen breiten Hintern treten. Wir betreten die Stadt also gemeinsam, wie es auch sein sollte. Sobald das hier vorüber ist, gehe ich, ungeachtet des Ausgangs. Das ist euch doch klar, oder? Ich hatte gehofft, dass ihr euch anders überlegt. Dann lasst mich euch jetzt danken für alles, was ihr getan habt. Ich hätte noch viel mehr für euch tun können, wenn wir in anderen Zeiten leben würden und wir beide jemand anders wären. Eines möchte ich noch sagen, bevor wir losziehen. Ich war eine Narrin. Alles hätte so viel einfacher sein können, doch ich kann einfach nicht bedauern, was zwischen uns war. Ich werde euch nie vergessen, Geliebter. Und jetzt lasst uns das alles zum Abschluss bringen. Ja. Der Erzdämon wartet. Hat nicht nur einer gefehlt? Wynn hat gefehlt. Die hat mit mir nicht geredet. Wynn, ich mag dich nicht mehr. Aus der Stadt gemacht. Ich werde mal einfach vorsichtshalber hier speichern. Man weiß ja nicht, was hier so passiert, ne? So, dann geht es mit dem Kopf da weg durch das Tor. Wo muss ich denn hin? Ich gehe erstmal zum Marktviertel, würde ich sagen. Weil that sounds like a plan. Dann bin ich ja mal gespannt, was hier auf uns zukommt, nachdem geladen wurde, natürlich. Und zwar jetzt. Na fast. Hat doch eigentlich super funktioniert, ne? Ich glaube, hier speichere ich auch nochmal. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt Schluss. Ich beende jetzt hier die Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugesehen habt und so weiter und so fort. Hoffe natürlich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, Leute.